Ja, schönen Dank. Was kann die Kritik? Was können die Künste? Wozu brauchen die Künste Kritik, wo sie doch selbst so kritisch sind? Eine Frage. Und wie kann die Kritik mit all dem mithalten, was die Künste können? Wir hatten gestern Christian Dehmann da und dessen Buch Die Beschämung der Philister wurde erwähnt mit dem Nachsatz, wie die Kunst sich der Kritik entledigte. Und auch die Rollen zwischen Künstler, Kuratoren und Kritikern sind ja immer mehr geöffnet. Damit vielleicht beginnend und anschließend an das, was Nikita Davan erzählt hat, möchte ich gerne, wir haben uns darauf geeinigt, wir stellen uns sozusagen, oder die Podiumsteilnehmer stellen sich jetzt selbst vor und vielleicht vor diesem Hintergrund überlegen, wie sich in den letzten Jahren in der Kunst die Kritik verändert hat und welche Schnittmengen es vielleicht auch zwischen den unterschiedlichen Künsten, die wir hier vertreten sehen, von der Musik, bildenden Kunst und Architektur, welche könnten da interessant für unser Gespräch sein? Annesley Black, wenn du beginnen möchtest. Danke, ich bin Annesley Black, ich bin Komponistin, Freischaffende und auch Professorin für Komposition und neuen Medien. Und ich komponiere für Konzertmusik hauptsächlich, aber auch häufig im Zusammenhang mit neuen Medien und neuen Konzertsituationen auch. Und lebe in Frankfurt am Main. Ja, mein Name ist Wilfried Wang, ich wohne und arbeite in Berlin. Ich bin Architekt und Architekturkritiker und Hochschullehrer, habe verschiedene Ausstellungen kuratiert am Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt in den späten 90er Jahren und verschiedene Bücher publiziert und auch kritische Texte verfasst. Einige von denen bereue ich inzwischen. Die anderen sind vielleicht gar nicht so effektiv gewesen, wie sie hätten sein sollen. Ja, ich bin Arnold Reiblatt. Ich bin bildender Künstler, Komponist auch. Ich habe auch in verschiedenen Medien gearbeitet, war auch Hochschullehrer. Wir sind alle Mitglieder in die Akademie der Künste. Und ich bin zum Moment stellvertretender Direktor in der Sektion Bildende Kunst. Ja, vielleicht möchte Annesley beginnen. Du sozusagen an der Veränderung oder wie du den jetzigen Zustand, gerade in der Musikkritik, die sich vielleicht auch noch mal etwas unterscheidet von den anderen Kunstkritiken, einschätzen würdest? Vielleicht ist, ich glaube, in vielen Kunstspalten ist die Kritik der Kunst, aber auch in der Musik, hat zurzeit, würde ich sagen, sehr wenig Raum, wenn man das beobachtet. Also erstmal haben die Musikjournalisten häufig sehr wenig Platz, um über bestimmte Konzerte oder Festivals zu schreiben. Und dann sind die Kritiken, die sind manchmal begrenzt auf ein paar Berichte von bestimmten Stücken oder Konzerte. Und es gibt wenige, die wirklich darüber hinaus, über das gesamte, was da passiert, die Politik und die Schaffen, die Strukturen in der Musik schaffen. Also das gibt es wenige Beispiele davon, wo man wirklich darüber gedacht oder berichtet wird. Und manchmal weiß ich nicht, ob das ist, weil man Angst davor hat, solche Kritiken zu äußern, oder ob das nicht akzeptiert wird. Ich war überrascht, gerade als in der Musiktexte, ein Journal für die zeitgenössische Musik in Deutschland, da wurde über die Donaueschinger Musiktage berichtet. Und zuerst gab es die übliche Konzertberichten, aber zum Schluss hat der Journalist, der Rainer Nonnenmann, auch
dazu auch die Zusammenhänge zwischen die Donaueschinger Musiktage und die Ernst von Siemens Musikstiftung, diese enge Zusammenhänge, die er gemerkt hat innerhalb der, bei der, ja, die Programme von den Konzerten. Und das fand ich auch sehr interessant, wie in diesem Konzertbericht auch vieles erinnere ich nicht mehr, wovon er berichtet hat, aber die Kritik an die Strukturen, das bleibt mir im Kopf, das bleibt stehen. Und für mich hat das auch mehr Wirkung. Ja. Ja, also wie viel kritisches Denken beinhaltet die Musikkritik? Also sozusagen, ich glaube, das ist, vielleicht geht in diese Richtung auch das, was du jetzt gerade versucht hast auszuführen. Ja, also kritisches Denken in der Musikkritik, man kann das so umdrehen, auch wie viel kritisches Denken ist möglich innerhalb der Musik selber auch. Ja. Also wenn aus Schönberg komponiert hat, war das auch eine Attacke auf die bürgerliche Strukturen, als er die Sprache der Musik neu definiert hat. Das war auch eine gesellschaftliche Attacke. Und heutzutage, wenn man eine neue Musiksprache ausdenkt und entwickelt oder ein neues Materiell in den 60er Jahren bei Lachenmann zum Beispiel, das war auch eine Attacke an die Bourgeoisie, an die bürgerliche Kultur. Und heutzutage, wenn man eine neue Sprache oder Material sich ausdenkt, bezweifle ich, ob es diese Wirkung hat. Das ist keine gesellschaftliche Kritik mehr, das gilt nicht mehr. Und ich glaube, deswegen haben die Musikjournalistinnen und Kritiker Schwierigkeiten, darüber zu berichten, weil die können von dieser Art, das ist einfach schwer, da ein Musikstück, das eine gesellschaftliche Kritik sich äußert, es ist häufigst in Form von nicht in der Musik vorhandene Strukturen, also häufig textbasiert, bildbasiert. Es ist ziemlich schwer, da ein Konzertbericht zu haben, das, was gesellschaftskritisch wirklich betont ist, wenn das nicht in die, wenn es keinen Zusammenhang zwischen die äußerliche Bilder und Texte und die musikalische oder Aufführungsstruktur gibt. Das ist, wenn das auch nicht hinterfragt wird. Vielleicht ist das ein ganz schöner Übergang zu Wilfried Wang, der ja eine Architektur, große internationale Architekturkritikkonferenz durchgeführt und realisiert hat von seinem amerikanischen Lehrstuhl aus und die Frage ganz gezielt auch an den Bauwerken selbst versucht hat zu behandeln. Vielleicht möchtest du dazu was sagen? Ja, also es ist so, dass man vielleicht beginnen könnte, auch die Architekturkritik so zu kontextualisieren, inwieweit die Entwicklung in den letzten Jahrzehnten sich aus einem Printmedium-Bereich weiterentwickelt hat in unterschiedliche andere Formate und dass im Prinzip wie in den anderen Kunstsparten ein gewisses Zentrum verloren gegangen ist, wo man jetzt das Gefühl hat, es gibt eigentlich sehr wenig wirklich kritische Texte zur Architektur. Das ist das eine. Und das war auch ein Grund, warum wir diese Konferenz organisiert hatten, weil im Prinzip die Webseiten, die Architektur präsentieren, Arch Daily und andere, so eine Art Plattformen sind, wo man sich einkaufen kann als Architekt. Je mehr man bezahlt, desto weiter vorne oder zuerst erscheint man dann auf der Homepage. Und das ist natürlich eine gekaufte, also ist eigentlich eine Werbemaßnahme und keine Kritik mehr. Es gibt eigentlich auch keine kritischen Texte auf diesen Webseiten. So, das ist also das eine. Das andere ist natürlich, dass die Baukunst insgesamt mit der Bauindustrie und damit mit dem Bauen zusammenhängt. Und die gegebenen Themen sind nun mal Nachhaltigkeit, sind inwieweit die Bauindustrie von ihrem faulen
Hintern hochkommt und endlich das umsetzt, was eigentlich schon seit Jahrzehnten bekannt ist, dass wir nicht mehr so bauen können, wie wir es tun, nach wie vor. Und inwieweit gewisse Leute das eigentlich vorexerzieren, und zwar aber nicht in Europa, sondern außerhalb von Europa. Und das ist das Interessante. Es gibt Beispiele in Ecuador, sehr viele junge Architekten, die außerhalb dieser professionellen Strukturen für sehr wenig Geld arbeiten, also sozusagen bottom-up. Schulen errichten für Gemeinden, die $120 haben für Material, und da engagieren sich Architekten und stellen ihr Wissen zur Verfügung im Sinne von nicht Copyright, sondern das Recht auf Kopieren. Ja, das ist also wichtig, Dinge weiterzugeben, Wissen weiterzugeben, damit die Welt auch im Baulichen sich verbessert. So, das ist eine fundamentale andere Art vorzugehen, die aber natürlich von den alteingesessenen Kollegen heftig kritisiert wird. Ja, das ist auch klar, weil die Fundamente des Berufsstandes werden dadurch in Frage gestellt. Also damit will ich sagen, es gibt eine sehr, sehr breite Veränderung in der Art und Weise, wie Kritik A geschrieben wird und B, wie sie tatsächlich in den baulichen Maßnahmen schon direkt von den einzelnen nachdenklichen, kritischen Architekten umgesetzt wird. Also da sind große Zerklüftungen momentan zugange. Und das, was im Westen, was in Deutschland passiert, das ist alles, da denkt man, Leute, ihr habt es nicht begriffen. Ja? Also es wird geredet von, wir müssen mehr rezyklieren. Und was passiert? Der Bauschutt, der mittlerweile in manchen Bundesländern 40-50% des Gesamtgewichts verursacht pro Jahr, das wird einfach in die Straßen weiter verbaut. Ja? Das ist kein Rezyklieren im Sinne von auf dem gleichen Niveau das Material nachzunutzen, sondern das ist ein Downcycling. Und wenn wir weiterhin so arbeiten, dann tragen wir nicht dazu bei, dass es zu einer Wende kommt, in allen Bereichen. Ja, so. Und da ist die Architekturkritik, die geschriebene, auch sehr bequem, weil sie sich nach wie vor auf die großen Namen stürzt. Ja, also wie sie alle heißen, die will ich gar nicht erwähnen. Aber die sind für diese Kritiker wichtiger als diese wirklich unterschwelligen, wichtigeren Strömungen, sage ich mal. Ja, und das ist natürlich auch ein Problem, weil die Leserschaft, die bei der Süddeutschen oder anderen Zeitung, die wollen natürlich unterhalten werden mit Texten, die sehr clever formuliert sind, die schöne Bilder verbinden. Und das ist natürlich auch noch ein Bereich Images. Ja? Bilder sind wichtiger als die Qualität, die Substanz an sich. Das rührt ja genau an unser Thema, was wir haben, dass eigentlich die Architekten, also wenn man will, die Künstler, eine kritische Praxis vorwegnehmen und die Architekturkritik es, wie es scheint, nicht so einfach hat, an den Stellen anzusetzen. Was könnte sich oder wie könnte sich auch vielleicht die Plattform oder die Distribution für eine solche veränderte Kunstkritik, wie könnte die aussehen oder wie wäre sie wünschenswert? Ja, also ich denke schon, dass solche Symposien wie diese oder sagen wir mal, dass man innerhalb gewissen Kreisen solche anderen Positionen und andere Richtungen schon verstärken müsste. Ja, und ein Engagement mit Kollegen, ich habe gelesen, dass Niklas Mark auch bei diesem Symposium ist, den sollte man mal fragen, was er davon hält. Ja, also es sind namhafte Kollegen dabei und die kann man durchaus mal bitten, Stellung zu nehmen. Mhm. Ja. Vielleicht jetzt erstmal zu Arno Dreiblatt, der ja in den Feldern der bildenden Kunst ebenso wie in den Feldern Musik, also auch hier von Berlin nach Bonn in einer abenteuerlichen Reise gekommen und trotzdem heute Nacht gespielt. Du hast ja deine Anfänge auch in einer Community in den USA in den 1970er Jahren verbracht und die Frage,
die ich dir gerne stellen würde wollen, ist, wie könnte ein Dialog, der damals die Community geprägt hat, wieder hergestellt werden zwischen der Kritik und der bildenden Kunst? Oder welche Veränderungen hast du auch selber erlebt zu deinem Start dort und zu heute? Erstmal, es war vom Seite, aus der bildenden Kunstperspektive oder von meiner Perspektive ist natürlich alles uns alle klar, dass in den letzten Jahren hat sich in bestimmte Hinsichten vom die Profil, so künstlerische Profil geändert, dass oder mindestens die verschiedenen Bereiche sind geschmolzen, so ob man so Kritiker aus der Theorie und Praxis und Aktivisten, Künstler, die auch schreiben, Musik machen und auch das alles als eine künstlerische Tätigkeit verstehen. Ich glaube, das ist schon im Gang, auch gibt es Widerstand, auch zwischen Designbereiche oder angewandte Bereiche und auch die hohe Kunsten sozusagen. Und auch Widerstand zu, ich hasse der Wort, aber das hat man keine, vielleicht schnell zu verstehen, interdisziplinäre Arbeiten. Aber vielleicht, ich denke, das muss man zurückkommen, was die Ursprung dieser Zusammenkommen hier jetzt, weil eigentlich wir hatten auch Diskussionen in der Bildende Kunst-Sektion mit Kolja Reichert über mehrere Monate, Jahre. Und es fängt an mit das Verschwinden einer bestimmten Art von traditioneller europäischer oder nordamerikanischer Kunstkritik, die eigentlich, man beschäftigt sich mit einer body of work, eine Biografie und auch in einem historischen Kontext oder man vielleicht, ich denke so an aus der 70er, 80er Jahren so einige oder früher einige sehr wichtige Texte, die auch plötzlich eine neue Tendenz aufgedeckt hat, die plötzlich vielleicht anders unsere Beziehung zu überhaupt künstlerischen Prozessen geendet hat. Aber ich muss sagen, so gestern waren vielleicht nicht alle hier gestern, aber am Ende des Tages, ich habe den Eindruck, ich bin bei einer, vielleicht, ich hatte das Gefühl, ich bin bei einer Beerdigung, vielleicht war der Party gestern Abend, der Feier nach der Beerdigung, wie in New Orleans, man feiert so die Kollegin, die schöne Kollegin, die auch nicht mehr da ist und vielleicht heute früh bei die Keynote Präsentation, dann denke ich vielleicht, das ist es nur diese Art von Kritik, die tot ist. Also natürlich, das geht um Geld und dass jemand davon leben kann, dass die ganze Netzwerk von, so habe ich einen neuen Begriff gestern gelernt, so Legacy Medien und eigentlich war das war gestern New Models und auch von der Generation, das war die Absicht hier, so mehrere Generationen zusammenzubringen. Und es war so sehr deutlich, dass für eine bestimmte Generation eigentlich erwarten die nicht mehr sowas, so wie Kritik, wie wir vielleicht oder wie das früher verstanden ist. Und es gibt keinen Hunger, das auch niemand vermisst das. Und es gab eine große Slide, so dir wie eine Communication Theory, so Input, Output. Wer hört, niemand weiß, wo man ist und ist alles sehr kurz, so schnell und aber es gab keine Medikament so das ist auch eigentlich interessant, so weil die Zukunft eigentlich ist das Fall, Zukunft der Kritik, habe ich gestern gedacht, eigentlich so die Zukunft der Postkritik, weil die Kritik existiert nicht mehr. Oder vielleicht doch, weiß nicht. Oder vielleicht kommt die Kritik nicht von uns, das kommt von anderen Sprachen, anderen Kontinenten. So, Entschuldigung, so ist auch. Aber die Frage ist ja, um da anzusetzen,
Ist es nicht eine andere Form von Kritik, die vielleicht nicht mehr der Vorstellung entspricht oder der Erfahrung auch, wie sie in den Communities der 70er Jahre waren, sondern die andere Networks, andere Communities. Ja, es gab zum Beispiel von New Models gestern, so, es kam zu sehr spät, so, ich habe gewartet, okay, was sollen wir jetzt tun, wenn das alles so ist? Und ich habe nur verstanden, Präsenz. Ja, so, okay, Präsenz kann ja anwesend sein, also, dass man anwesend ist mit anderen. Aber vielleicht ist es noch eine, ja, es hat natürlich andere Bedeutungen. Ja, ich habe so, das ist eine Untersuchung jetzt. Was heißt Präsenz und wie findet das statt? I mean, eigentlich, wir sitzen hier zusammen, aber dann sind wir in einem Kreis, ja, so, und das wahrscheinlich, natürlich kommt aus der Bedeutung, das kommt von Personen, die natürlich nur in Digitalmedien, ja, aktiv sind und dann gibt es die Bedarf auf Präsenz und auch kleinere Netzwerken und natürlich eine Art Aktivismus. Aber ich bin nicht überzeugt, ja. Ja, ist alles schön, aber so, dass ja, es ist vielleicht eine semantische Problematik, so Kritik, ja. So, es gibt die enge Verständnis, was Kritik ist und eigentlich hast du, Angela, mir schon vorher gefragt, dass wir über diese Panel diskutiert haben, ja, was kann die Kunst tun? Ja, so, ja, also natürlich, ja, kritische Denken, I mean, die Kunst kann kritisch sein, deswegen habe ich das erstmal gesagt, ist auch, sowieso ist diese Kategorien von künstlerischer Praxis so nicht mehr wie die waren. Das heißt so, ich kann ein Kurator sein, ich kann auch schreiben, ich kann auch, ja, kritisch äußern. Die Kunst selber kann kritisch sein, das ist auch nichts Neues. Und ob jemand zuhört, ist eine andere Frage. Ja, aber ja, ich weiß nicht, das ist, was du mir fragen möchtest. Ich glaube, dass die Kunst genauso wie die Kritik sich verändert hat. Wir haben es jetzt gerade in der Architektur gehört. Ja. Und dass man vielleicht nicht... Also ich würde nicht von der Beerdigung sprechen, ich würde von der Veränderung sprechen, auf die es uns ja auch hier ankommt, ja, und die in der Kunst wie in der Kritik stattfindet. Und vielleicht nochmal zu Annesley zurück, also gerade wenn wir darüber sprechen, was kann die Kunst sozusagen machen, wo siehst du die Möglichkeiten, gesellschaftskritisch sozusagen in der Musik, in deiner Kunst sozusagen zu agieren? Ja, es ist, ich glaube, es ist schon sehr schwer für die Komponistinnen und die Musiker. Viele suchen sehr gezielt nach einer politischen Aussage oder die wollen eine politische Aussage machen, aber wissen nicht wie. Und es gibt mehrere Möglichkeiten, die versucht wird. Die eine habe ich erwähnt, so irgendwie Bild oder Text auf den Stück zu werfen, also projizierte Texte, gesprochene Texte, Bilder, auch Programmhefttexte, das begleitet der Musik. Ja, genau, also trotzdem bin ich auch selber nicht überzeugt davon, wenn ich solche Stücke höre und es gibt eine Sopranistin, die eigentlich toll singen kann, aber sie nimmt ein Megafon und spricht erfundene politische Texte vor. Aber so. Ist es nicht so, vielleicht auf der anderen Seite, wo dass diese Veranstaltungen passieren, in welchem Kontext die passieren. Genau. Ja, ja, ist natürlich eine große Frage heutzutage. Ja, genau. So, weil es gibt die so E-Musik hier in Deutschland. Mhm. Ja. Genau. Und gestern Abend haben wir ein bisschen von die Nicht-E-Musik gehört und waren, ja, so, aber ja, das ist auch so eine Kommunikation, I mean, zwischen diesen verschiedenen Welten passiert, aber... Aber es ist nebeneinander, also ja. Es ist häufig auch, oder es gibt Orchesterstücke, wo ein Indie-Rock-Musiker wird eingeladen und spielt auf seine Gitarre und die Orchester, und es ist ein neues Musikstück. Ja. Es werden Leute manchmal nebeneinander gestellt, aber die Musik, also wirklich dieser Austausch, ein kultureller Austausch, aber auch ein ästhetischer Austausch, findet manchmal nicht statt. Also
das bleibt, die Musiker, die da von außen manchmal eingeladen werden oder Koto-Spieler, die bleiben trotzdem außerhalb. Es ist wie ein Wand da zwischen den Orchestern. Und ich glaube auch, also für mich persönlich sind diese Rahmen sehr wichtig. Es gibt manche Künstler, manche Komponistinnen, die hinterfragen sich diese Rahmen, die sprengen diese Rahmen und machen andere Musik in andere Räumlichkeiten und auch mit anderen Institutionen und Darstellenden. Das gibt's auch. Das finde ich eine sehr, also sehr erfrischende Entwicklung. Die gab es schon länger. Aber trotzdem bleibt die Frage, was machen wir mit diesen schon existierenden Strukturen, die auch, die sind auch Menschen, die Orchestermusiker und die Sängerinnen, die sind auch auf die Bühne und das ist auch eine tolle Kunst. Und auch die Konzertsäle sind auch wunderbar, so in einem Konzertsaal zu sitzen und zu hören, wie, also das hört sich super an. Also das sind schöne Akustik und schöne Räume, schöne Möglichkeiten. Also wie arbeitet man mit solchen Strukturen auch in neue? Also da gibt es natürlich in der Musik interessante Parallelen, wie die Orte, wie sich das Medium verändert hat. Ja? Also von Kirchen oder über die Abendmusik, die Tafelmusik, wo die Musiker auf einer Empore im Hintergrund gespielt haben, oder bei den ersten Konzertaufführungen auch bei Beethoven und Kollegen. Das war eigentlich ein Vorwand, um sich gesellschaftlich zu treffen. Und die Leute haben während des Konzerts geredet, sie haben geflirtet, sie haben sich ausgetauscht, aber sie haben nicht wirklich, also weniger haben wirklich der Musik gelauscht. Und der eigentliche Vorwand war also ein gesellschaftlicher Anlass, sich zu treffen. So, und das hat sich durch die bürgerliche Bewegung im 19. Jahrhundert dann so verfestigt, dass es dann expressis verbis Konzertsäle gab, die dann auch Weihstätten wurden, wo man dann tatsächlich nur die Musik gehört hat. Und das war dann da wurde die Musik, die europäische Musik in einen Adelstand gehoben eines angesehenen Berufs. Das war vorher so nicht der Fall. Das waren einfach angestellte Leute am Hof und so weiter. Und dieser Prozess wickelt sich gerade ab. Ich glaube, wir haben wirklich Situationen, wo nicht nur Konzertsäle, sondern auch Theater, Kinos, alles das wird abgewickelt. Wir werden Städte bekommen, die sind jetzt schon, wir reden von Krise des Einzelhandels, weil durch die Digitalisierung, durch das Internet andere Medien eben sich etabliert haben. Und das ist eine wesentliche revolutionäre Veränderung, die auch natürlich die Art und Weise, wie Kritik kommuniziert wird, heftig untergräbt. Ja, wir haben ein Internet, das ist absolut flach. Da ist jeder, der irgendwas posten will, kann es machen. Ein Bild, ein Video, eine Komposition, das Ergebnis eines Bauwerks ist egal. Ja? Man kann es auf der eigenen Homepage machen. Wer guckt sich das an? Früher gab es diese einzelnen zentrale Medien, ob es nun gebaute Medien waren, wie Konzertsäle und Theater, oder eben Bücher oder Magazine, Zeitschriften oder Zeitungen. Das fällt alles weg. Ich würde eher von einer Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Dinge sprechen und oder auch von einer Anknüpfung, also dessen, was du jetzt gerade beschreibst, wie Wahrnehmungsformen von Musik sich verändert haben. Vielleicht kommen wir ja da in einer anderen Form wieder zurück mit dem, auch was in der Bildung Kunst ist. Ich würde das nicht kulturpessimistisch sehen, sondern versuchen, die unterschiedlichen Möglichkeiten zu sehen. Und gerade wenn ich jetzt nochmal auf deine Arbeit zurückkomme, NSD, du selber hast es ja mit deiner Arbeit versucht, also aus dem, was, sage ich mal, jetzt der neuen Musik bisweilen zugeschrieben wird, dass es eigentlich eine Ignoranz nicht europäischer
mit nicht-europäischer Musik ist. Ich denke da an dein Stück von den Still Listening, wo du dich eben mit der Kultur aus Alaska und dem Norden Kanadas beschäftigt hast. Du bist ja auch Kanadierin, also geborene Kanadierin. Aber eben die, wenn man so will, den ganz komplexen kolonialen Austausch der sogenannten Fiddle-Musik, vielleicht willst du was dazu sagen, eigentlich genutzt hast, um eine Komposition zu machen und eigentlich auch zu öffnen, diesen Kreis. Also ich würde das schon auch als eine kritische Praxis betrachten. Ja, also das war für mich ein sehr wichtiges und auch schwieriges Stück zu schreiben und auch sehr schwieriges Thema. Also die neue Musik und es ist sehr manchmal in sich sehr geschlossen, wie du schon erwähnt hast. Also es ist schwierig manchmal Bezug zu E-Musik und U-Musik, so dass man das mit diesem Projekt war auch sehr schwer für mich und sehr wichtig, so Kontakt aufzunehmen zu einer Kultur, die mich und auch unsere Musik und diese europäische Kultur nicht braucht. Mhm. die brauchen uns nicht. Die haben ihre eigene Kultur und ihre eigene Musik und es ist leider gefährdet auch wegen umweltpolitischen Tatsachen. Und das war für mich eine super interessante Erfahrung, weil es gab diesen Austausch und dann gab es für mich die Anerkennung, die brauchen mich nicht. Die brauchen auch dieses Stück nicht. Und vielleicht weiß ich nicht, was heißt das? Du hast gesagt, ich benutze Fiddle-Musik. Ne? Also für mich war das eine Überlegung über diesen Austausch, eine Nachdenken über den Austausch in Kanada zwischen den weißen Europäern und diese Leute da, die zuerst gewohnt haben und wie diese Fiddle-Musik da im Norden Kanada daherkam und so weiter. Es war eine Überlegung über diesen Austausch. Und es ist nicht immer positiv. Das ist, und das habe ich auch gespürt bei der Arbeit. Ja. Wenn du sagst, die brauchen die Musik nicht, vielleicht brauchen wir aber genau diese Auseinandersetzung und die Musik von dir, um uns damit auseinanderzusetzen. Also ich finde es eigentlich einen wichtigen Impuls, es ist ja auch ein Teil deiner Geschichte und deiner Biografie, das in die Musik so umzusetzen. Ja, es ist halt eine Art von Erzählung von einer eigenen Erfahrung in der Sinne, also als Künstlerin. Und, aber weitergehend Aussage über diese Gesellschaft auch, es ist eher über meine eigene Erfahrung als Künstlerin. Ne? Aber es war eine sehr wichtige Erfahrung für mich. Ja, ich glaube, das ist schon ein interessantes Thema, inwieweit die Künste an gewissen Standorten eine Art Avantgarde bilden und die dann auch international respektiert wird und inwieweit in anderen Bereichen auf der Welt dann andere Dinge passieren, die sich gar nicht mal beeinflussen lassen und inwieweit die sogenannten Zentren dann bereit sind, auch mal außerhalb der Zentren zu gucken und das zu bewerten, was anderswo auch produziert wird. Und meine Erfahrung war, also beim Reisen nach Lateinamerika war immer, erstens waren die Leute erstaunt, dass Leute aus der nördlichen Hälfte der Welt mal in den Süden reisen. Ja. Zweitens waren sie erstaunt, dass ich nicht mit einer Brille von europäischer Moderne, nördliche Halbkugel Moderne ist. Der Kanon, den man zu verfolgen hat und alles, was dem nicht zugeordnet werden kann, gilt nicht in unserer Perspektive, sondern ich habe mich interessiert dafür, was vor Ort passiert und ob das eine gewisse Beziehung hat zu den Gesellschaften, den Strukturen, den
bedarfen. Ja. Und ich war immer erstaunt, dass die Leute da eine Vielfalt an Vorstellungen und von Bauten auch realisieren, die besser sind teilweise als das, was auf der nördlichen Halbkugel passiert. Und dieser Austausch ist, glaube ich, sehr wichtig für alle. Mhm. Für uns, die übersättigt sind, und für diejenigen, die eigentlich nur mit den geringsten Mitteln es schaffen, wirklich noch Baukunst herzustellen. Ja. Ja, und das ist, glaube ich, das sind wichtige Erfahrungen, die natürlich auch in der kritischen Beurteilung ihren fruchtbaren Boden finden müssen. Ja. Und das tun sie teilweise. Es gibt auch Kollegen hier in München, Andres Lepik, der sich auch mit diesem Phänomen der südlichen Halbkugel auseinandergesetzt hat über die letzten Jahrzehnten, Jahre. Also es ist nicht so, dass es nicht so etwas gibt, auch auf der nördlichen Halbkugel. Aber es ist nun mal sehr, sehr wenig. Und die Frage ist, wie tauschen wir uns aus? Was lernen wir? Und das, das ist vielleicht noch zu vervollständigen, das, was wir von lateinamerikanischen Ländern lernen können, ist die intelligente Art, wie sie mit lokalen Traditionen, lokalen Mitteln und Materialien ihre eigene Architektur weiterentwickeln. Also jetzt nicht unbedingt einfach traditionelle Bauten wieder errichten, ja, nicht bildhaft, sondern wie sie den modernen Herausforderungen gerecht werden. Und das ist ein Beispiel, ein Paradigma für den Norden, weil wir sind, wie gesagt, übersättigt. Wir kümmern uns gar nicht mehr über lokale Traditionen, lokale Materialien und so weiter. Das wird alles importiert, das ist alles zusammengemischt und dann kommt Farbe drauf und dann ist das fertig. Ja, also wie Nikita Rawan sagt, oder eben gesagt, lebt erstmal dort, um dann darüber zu sprechen. Das ist ja im Grunde das Modell, was ihr auch bei der Konferenz gemacht habt. Ihr habt es ja nicht von Amerika aus alleine sozusagen organisiert und konzipiert, sondern ihr habt euch ganz bewusst Architekturkritikerinnen und Kritikern aus vielen Ländern geholt, um gemeinsam mit ihnen ein Konzept für diese Konferenz zu entwickeln und dann auch vielleicht diesen Austausch eben zu befördern und miteinander darüber zu reden. Und vielleicht jetzt nochmal zu Arnold, zurückkommt, weil ich glaube, du bist mit deiner oftmals sehr partizipativ angelegten Arbeit auf dem Feld der bildenden Kunst eigentlich jemand, der auch die Veränderung eines wie auch immer verstandenen Kunstbegriffes selber in seiner Arbeit verkörpert hat, den du jetzt mit neuen Entwicklungen gerade versucht hast zu beschreiben. Ich denke da an die Ausstellung mit dem Black Mountain College, wo du im Grunde mit den Studierenden, ist jetzt gerade die Publikation herausgekommen, ja mit performativem, also Performing Archive hieß die Aktion, die du gemacht hast, ja etwas versucht hast auch zu tun, um kritisch, also mit solchen Dingen umzugehen, als Künstler, der mit Archiven arbeitet, mit Erinnerung arbeitet, mit Texten arbeitet und der dann so anders in Institutionen, im Grunde, wenn man fast will, institutionskritisch, obwohl von der Institution in dem Fall eingeladen, von den Ausstellungsmachern interveniert hast. Vielleicht willst du dazu noch mal was sagen. Okay, deine Referenz jetzt sind einige Projekte von mir. Also natürlich über Jahre meine eigene Arbeit, so geht um eine Forschung, also das Archiv irgendwie in einer lebenden Form wieder zu untersuchen und über Jahre so eine offene Form vom Publikum. Auch bei dieser, zum Beispiel dieser Black Mountain Projekt, was in der Hamburger Bahnhof war vor einigen Jahren, eigentlich Kunststudenten, die auch da sozusagen in Museen gelebt haben sozusagen und auch
mit dem Archiv gearbeitet hat, sozusagen live, ja, und auch ja, das vorgelesen und Projekte so in einer partizipatives Form entwickelt hat über Monate. Und ja, es ist, glaube ich, es ist auch die Untersuchung, ja, wie man ja diese überhaupt so die Sachen, die gelagert sind, so in eine neue, ja, eine neue, ja, Bezug zu bringen, ja, oder auch so mit dem Archiv der Akademie der Künste, mit einer Idee von John Cage, die ein Archivbestand immer neu gezeigt wird, jeden Tag und neu sortiert und aus dem Keller geholt und immer in eine neue Ausstellungsform zusammen. Aber das ist natürlich, ich glaube, wir sind alle so auf die Suche, wie man mit der Vergangenheit irgendwie in der Gegenwart sowas für die Zukunft irgendwie was verstehen soll. Vielleicht ist wichtig, ja, wir sind alle so irgendwie, okay, ich bin jetzt eine, nicht mehr in die Rolle einer Hochschullehrer, wie du es sagst, aber so, wir sind alle aus diesem Kontext und ich denke, wir müssen alle Studenten noch immer bleiben. Ja, und das ist nicht so einfach. Ja, und auch, ja, ich denke, so etwas war die Diskussion in der Musik. So, gestern habe ich in einem DJ-Abend, ich habe nicht gedjed, aber war dieser Kontext, ja, so ist auch so interessant, so wie man jetzt eine Musikperformance versteht, aus was das DJing ist, ja, so diese, ja, Collage, aber auch natürlich mit einem Ziel, dass man sich bewegt und und dann das, was ich gemeint habe, auch in der Musik, weil es ist auch so genauso in der Musik, dass mindestens von meiner Auffassung, das ist auch was getötet, ja, so die ganze Plattenbetrieb ist auch jetzt nur LPs in Limited Editions und so Spotify und so weiter und so fort. Ich muss es nicht alles erklären. Aber es passiert woanders etwas. Ja, so natürlich werden Generationen, die anders aufgewachsen sind und auch mit ja, diese Begriffe von Musiker, Komponisten, Interpreteten und so, das ist irgendwie explodiert, so auch, ja, so wie in verschiedenen Kunstformen und das in Frage stellt, ja, so für wem, ja, so wer ist das Publikum, in welcher Art von Institution oder so, man sagt so Räume, wer bezahlt für diese Räume, ja, von beiden Seiten, ja, so und wer, was ist die Erwartung, wer kommt, ja, und oder ist das ja so irgendwie, es gibt die auf einer Seite vielleicht die Gefahr, dass irgendwie was hip ist, so dass wenn junge Leute kommen und tanzen, das ist auch, das heißt, dass wir jetzt in die Gegenwart sind und aber ich finde diese anderen Räume doch sehr interessant. So, ich bin ein bisschen, okay, ich habe einen sehr eklektischen Hintergrund, ich habe im Theater gearbeitet, in Musik und auch in der bildenden Kunst und auch in Medien Kunstbereiche, Film und auch für Videokunst und das hat sich immer geändert, aber wir merken jetzt, dass es ist nicht nur die vielleicht die Beerdigung, die Kritik, aber es ist die Beerdigung von irgendwie oder ja eine Umwandlung, ja, wie du gesagt hast, in vielen Medien, wie das empfangen wird und ja, das, natürlich gibt es Tendenzen, dass, ja, dass wir also bestimmte Generationen, so dass irgendwie ja, zu denunzieren, ja, das ist auch nicht Kunst, das ist auch, ich habe auch meinen Studenten gesagt, so, ich weiß nicht, was gute Kunst ist oder schlechte Kunst, ich weiß nur, was ich interessiere, aber was es interessiere, wenn ich meine Biografie zurückgucke, ändert sich ständig, ja, so was ich mich vor 15 Jahren interessiert hatte in die Kunst, vielleicht, ja, jetzt ist vielleicht eine ganz andere Zeit, so das ist auch
glaube ich, wichtig. Ja, so, ich glaube, das ist schon ein sehr wichtiger Aspekt, der natürlich unser Denken einerseits beeinflusst und verändert und weiterbringt. Aber letztlich ist die Frage auch in der Architektur, welchen Beitrag leistet die jeweilige Kunst, das jeweilige Kunstwerk zum Bewusstsein eines Einzelnen und zur Realität einer Gemeinschaft. Und wenn man dann fragt, natürlich Bauten haben einen stärkeren Einfluss auf die Lebensweise der Menschen, ja, als Musik oder als Malerei oder so. Aber natürlich gibt es Bilder oder es gibt Kunstwerke, es gibt Musik, die den Zuhörenden, den Zuschauenden Gedanken, also animiert zu reflektieren, nachzudenken über die eigene Existenz, über die Verhältnisse des Lebens und so weiter. Und ich glaube, diese Bewusstseinserweiterung oder das, sagen wir mal ganz einfach, der Bildungsauftrag der Kunst ist, glaube ich, einer der wesentlichen Aspekte, warum wir überhaupt Kunst machen. Weil wir können natürlich, und da nehme ich natürlich gewisse Architekten heraus, weil wenn die eine Einfamilienvilla für einen Multimillionären bauen, dann ist das nicht hat das nicht mit Bewusstseinserweiterung zu tun, sage ich einfach mal, ja, ganz grob. Aber wenn man jetzt einen Friedhof baut und eine andere Form der Bestattung sich überlegt, ja, was bedeutet das? Ist der Tod ein Endpunkt oder ist der Tod ein Teil eines Zykluses? Und wie stellt man das dar in der Architektur? Dann ist das eine ganz andere, vielleicht ein positiver Hinweis für die Trauernden, die dann kommen und sagen, ja, es ist interessant, ich habe hier einen Ausblick aus der Kapelle, da auf den Hain. Ich bin zwar traurig, dass mein Verwandter, meine Bekannte verstorben ist, aber ich sehe, dass es irgendwie weitergeht. Und wenn die Architektur sowas schafft, wenn die Kunst sowas schafft, etwas Bewusstseinserweiterndes ohne Drogen schafft, dann ist das, glaube ich, die Leistung und die Aufgabe von uns allen. Ja, und das ist dann die Frage natürlich, wie die Kritik, ob die Kritik das überhaupt versteht, was wir machen und wie das vermittelt wird. Vielleicht dazu nur, dass ich glaube, die Rahmen, in denen wir diese Sachen betrachten, sehr wichtig sind. Also auch den architektonischen Räume, so einen Friedhof zu besichtigen, aber den Rahmen, die wir schaffen, auch denn jetzt, wenn wir sagen, das ist der Trauerfeier von der Kritik. Jetzt haben wir einen Rahmen geschafft, um das zu betrachten, der Tod der Kritik. Okay. Wir leben noch und wir müssen weiterleben. Ja? Ja, aber das ist Beispiel. Ich meine, so für die Kunstwerke selber ist der Rahmen sehr wichtig. Und ich glaube, ich sehe nicht, also das Internet hat seine Versprechen nicht gehalten. Das ist nicht diese Flasche-Hierarchie. Das hatten wir auch vorher mit, wenn Twitter sich schmückt wie ja, mit Kunstwerken oder politische Aussagen, das sind, ne, die Rahmen werden wichtiger als die Kunst, das betrachtet wird. Dass die Konzertsäle und Schallplatten, dass die Einzelhändler, dass die auch aussterben. Ich habe schon auch große Schwierigkeiten damit, weil ich finde die Internet ein sehr schwieriges Ort aufzuhalten, mhm, und sehr schwieriger Ort, so wirklich nachzudenken und Kunst zu erfahren. Also weiß nicht. Vielleicht nach vorne geguckt, mhm. sozusagen noch jeweils eine Frage an. Würdest du, Wilfried, sagen, das Bauwerk, das gebaute Bauwerk, ist die Kritik oder ist die Architekturkritik für dich etwas, was es kommuniziert? Nein, das ist natürlich Arnold und wie auch schon gesagt wurde. Natürlich ist jedes Kunstwerk, wenn es in einem Diskurs sich befindet, auch eine Kritik an den vorangegangenen Kunstwerken.
Und inwieweit das explizit ist, ist natürlich eine andere Frage. Es gibt die anglo-irische Designerin Eileen Gray, die hat ein Haus geschaffen und sie hat einen Text dazu mit ihrem Partner verfasst, der im Prinzip die Grundlagen der Moderne kritisiert. Aber ihr Haus ist ein modernes Gebäude. Sie hat versucht, mit ihrem Entwurf etwas anderes, etwas Menschlicheres, etwas Sensibleres zu bauen und das ist ihr auch gelungen. Viele haben das auch erkannt, auch Le Corbusier, der dort oft war. Und er war absolut neidisch, aber es ist so, dass natürlich, wie so ein Kunstwerk dann medialisiert wird, die Frage. Leider ist es etwas unterdrückt worden. Ja, das ist dann auch wieder eine andere Frage, wie ein Werk, wenn ein Gebäude als wichtig erachtet wird, aber nicht die gleiche Aufmerksamkeit bekommt wie ein anderes Gebäude. Das sind auch beides Unikate, aber das eine wird von Hunderten von Architekturkritikern und Historikern beschrieben und bejubelt und so weiter. Und das andere, das kennt kaum einer. Und das fällt dann runter in der Architekturgeschichtsschreibung. Das ist das Problem. Und wenn sich dann diese Kreise verstärken, ja, weil Le Corbusier als Architekt des 20. der Architekt des 20. Jahrhunderts betrachtet wird, nach wie vor, dann ist es sehr schwierig, aus dieser Kanonisierung herauszukommen. Und das ist auch Aufgabe natürlich der Kritik, genau hinzugucken, zu sagen, liebe Leute, bitte mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf dieses und nicht nur auf jenes. Und das ist eine Herkulesaufgabe, weil Dinge sich schon so verfestigt haben. Und dafür sind aber vielleicht auch diese neuen Plattformen, von denen wir gesprochen haben, vielleicht doch nicht ein so ungeeignetes Medium, um auch andere Communities mit anderen Dingen bekannt zu machen. Und vielleicht nochmal zu dir. Du hast ja selber du hast jetzt gesagt, das Internet hat seine Versprechungen nicht gehalten. So habe ich dich jetzt verstanden, was die Kritik betrifft. Aber du arbeitest ja selbst mit Dingen, die mit diesen digitalen Techniken mit ihnen sich entwickeln. Also ich denke da an dein Stück mit der Endoskopkamera, was du gemacht hast, wo du versucht hast, zu sehen, was kann eine Endoskopkamera, was eine Flöte nicht kann und umgekehrt. Also, dass du eigentlich mit diesen medialen Mitteln ja auch in deiner künstlerischen Arbeit arbeitest. Mhm. Ja, ich habe sehr lange also irgendwie darüber nachgedacht, über dieses Themen und ich glaube, für mich ist da die Versuch etwas, in dem Fall ist das etwas Körperliches und was nicht Sichtbares sichtbar zu machen, was auf der Bühne ist, die Innenrohr, eine Flöte, was sehr geheimnisvoll hat, weil man hat sonst keinen Blick in der Innenrohr, eine Flöte. Oder ist das auch eine Metapher für die geheimnisvolle Orte und Leben und Mysterien, die wir im Internet so einen Blick drauf werfen und haben einen Blick in diese geheimnisvolle Welten. Ist das so eine Metapher dafür? Oder ist das ein Festhalten von etwas Körperliches, was nicht festgehalten kann, das Atem und die Spucke von der Flötistin, die man auf die Kamera an Nebel erzeugt und so weiter. Also das ist auch gleichzeitig genau, dass diese fehlende Körperlichkeit von diesen Medien auf die Bühne und präsent zu machen und es ist so ein bisschen die Zwiespalt da, mit solchen Medien zu arbeiten und trotzdem sehr kritisch ich habe kein Smartphone, ich habe so ein Klappphone, ich bin sehr medienkritisch. Aber das ist so meine Faszination vielleicht mit diesen Werten und gleichzeitig sehr, sehr kritisch gegenüber diesen Medien. Ja, und vielleicht abschließend nochmal zu Arno, zu deinem Denkmal. Zur Blacklist in München auf dem Königsplatz, was ja letztendlich
auch angesichts des zunehmenden Antisemitismus und der Zuspitzung all dieser Konflikte eigentlich auch das richtige Zeichen am richtigen Ort war. Doch in der Kunst selber die Utopie steckt oder stecken sollte, damit auch die Kritik eine utopische Funktion haben kann. Ich gucke jetzt hier auf unsere Zeit, weil ich glaube, unsere Stunde ist um. Sich an Benjamins Formulierung sozusagen zu erinnern, dass die Form der Kritik das Kunstwerk in eine Zukunft heben kann und ebenso die Kunst utopisches Potenzial haben muss, damit sozusagen die Kritik dieses utopische Potenzial mit ihr zusammen in eine Zukunft bringen kann. Und die Gleichzeitigkeit der unterschiedlichen Medien, die trotz den Begriffen, die heute fielen, wie Begräbnis und sozusagen Friedhof, die Veränderungen, die da stattfinden, ist, glaube ich, ein Prozess der Gleichzeitigkeit und die Möglichkeit auch des Austausches, den wir vielleicht hier mit den anderen Mitstreiterinnen und Mitstreitern haben. Ja, dann schönen Dank. Danke.